In vielen Beziehungen fokussiert man sich auf den anderen, der soll so eine Art Krücke für einen selber sein, für so ein Loch, was in einem selber ist. Also wenn du glaubst, wenn du ernsthaft glaubst, dass du glücklich bist, dass dein Partner dazu beitragen muss, das ist völliger Bullshit. Wenn du ernsthaft das glaubst, dann hau doch ab aus der Beziehung, aber höre auf, deinen Partner irgendwie verrückt zu machen. Ich rede jetzt über Beziehungen, da brauche ich zunächst mal so ein bisschen Mitleid von euch, denn ich hatte mal die schlimmste Beziehung der ganzen Welt. Danke, ich hatte das gehofft. Okay, vielleicht nicht der ganzen Welt. Vielleicht war das auch nicht die allerschlimmste, aber egal. Ich habe so direkt danach bemerkt, dass es mir gar nicht so, dass ich gar nicht so alleine bin, dass es wahrscheinlich anderen auch so geht. Mal grob, wer von euch hat denn auch schon mal so eine richtig schlimme Beziehung gehabt? Okay, wer ist mit dem Partner dieser Beziehung jetzt hier bei der Veranstaltung? Wem hält dieser Partner gerade ein Messer an den Bauch und sagt, du meldest dich nicht? Was ist der schnellste Weg zum Herzen eines Mannes? Durch die Brust mit einem scharfen Messer. Okay, nein, aber kennt ihr das, so Beziehungen, die so wirklich aus dem Ruder laufen, wo man sich irgendwie denkt, so verdammte Hacke, früher war das mal schön, aber dann mittlerweile das eskaliert, wo das dann auch die anderen sehen, wo dich dann die Freunde ansprechen und sagen, hey, ist die immer so drauf? Und du sagst, nee, die hat auch schlechte Tage. Kennt ihr das? Ja? Du so nachts im Bett, du, hey, Schatz, ich kann nicht schlafen, sieh, so soll ich dich bewusstlos schlagen. Also Beziehungen, die eigentlich ganz gut startet, und vielleicht kennt ihr das, irgendwann mal fängt es an, so mit diesen ganzen kleinen subtilen Zeichen, dass eine Beziehung den Bach runtergeht. Schon mal erlebt? Man muss da aufpassen. Das fängt klein an. Also ihr schaut euch nicht mehr so verliebt an. Ja, ihr redet nicht mehr so oft miteinander. Ihr Liebhaber hat plötzlich einen Wohnungsschlüssel. Also so Dinge, wo man sich denkt, ja, hätte man auch früher drauf kommen können. Und ja, ich erlebe das bei vielen Beziehungen. Man könnte meinen, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Warum verdammte Hacke probieren die es immer wieder? Gut, in Köln haben wir da andere Lösungen dafür. Nein, es ist ja so, Marcello Mastroianni soll mal gesagt haben, Liebe ist die vorübergehende Blindheit für andere Frauen. Und wie sieht das aus? Was hat sich Gott dabei gedacht, als der Mann und Frau geschaffen hat? Wollte der sich nur amüsieren? Und ich glaube, nein. Ich glaube, das ist nicht so. Denn ich glaube schon, dass ihr wirklich gut zusammenpasst. Man muss es nur richtig machen. Und wie das geht, das hat ein amerikanischer Psychologieprofessor herausgefunden, der John Gottman. Der heißt zufälligerweise so ähnlich wie Gott. Und John Gottman hat Folgendes gemacht. Er hat Beziehungsstabilität von Paaren untersucht. Und das hat er gemacht, indem er Paare gefilmt hat und dann hinterher ihr Verhalten beurteilt. Also keine Sorge, das waren anständige Filme. Und was er gemacht hat, er hat die in den Raum gesetzt und haben die sich unterhalten. Und hat er hinterher auf sogenannte Micro-Expressions geschaut oder so Mikro-Expressionen. Also so kleine Gesichtsausdrücke, die wir nicht unter Kontrolle haben. Also wenn dein Partner irgendeinen Blödsinn erzählt und machst so ein angewidertes Gesicht. Das ist relativ kurzzeitig und man kann das aber in so einer Filmaufnahme sehen. Oder du bist glücklich, erregt, ah, ja, also so kurze Mikrosignale. Und jetzt hat dieser Gottman 4 Todsünden für Beziehungen herausgefunden. Und die möchte ich mit euch jetzt Stück für Stück durchgehen. Und bitte, bitte. Also, ihr solltet es ganz genau aufpassen, wenn ihr euren Partner möglichst bald loswerden wollt. Todsünde Nummer 1, die kennen wir alle. Das ist die allgemeine Kritik. Er nannte das die 4 apokalyptischen Reiter. Also Kritiker. Wobei ich jetzt gar nichts dagegen habe, dass man irgendwie so ein Verhalten kritisiert. Manche Menschen kritisieren aber kein Verhalten, die kritisieren Menschen. Also die sagen nicht, das, was du hier tust, ist blöd, sondern du bist blöd. Und dann gibt es so Menschen, bei denen das so ein bisschen chronifiziert, so chronische Motzköpfe. Wer von euch kennt chronische Motzköpfe? Okay, wer ist ein chronischer Motzkopf? Pass auf, es gibt für mich, ist der Begriff des chronischen Motzkopfes so ein bisschen regional belegt. Ich habe lange Zeit im Schwabenland gelebt, ich bin sozusagen sozialisierter Schwabe und für mich ist ein typischer Schwabe, oh Gott, ich tue jetzt allen Schwaben Unrecht, nein, sehr viele Schwaben haben sowas Motzköpfiges an sich. Ich habe beispielsweise in Ulm gelebt, kennt ihr Ulm? Schöne Stadt, wunderbar, ich bin immer noch sehr gerne. Direkt an der Donau, das ist so ein Fluss, da gibt es so einen Weg. Und dieser Weg ist zweigeteilt. Auf der einen Seite, da fahren die Fahrradfahrer, auf der anderen Seite gehen die Fußgänger. Und jetzt passt auf. Wenn ihr jemals in Ulm seid und ihr wagt es nur kurz auf die falsche Seite zu wechseln, es wird jemand kommen, der euch augenblicklich darauf aufmerksam macht. Also du läufst da und dann läufst du irgendwie so mit einem Fuß so zack auf dem Gehweg, auf dem Fahrradweg. Sieh, das dürfen Sie nicht machen.
bleiben Sie frei auf Ihrer Seite. So. Und das ist ganz egal, in welcher Position du das machst, als Fahrradfahrer, die Fußgängerseite oder andersrum. Und ich habe mich dann mal getraut, das zu machen, als gerade niemand um mich herum war. Und dann dachte ich mal, mal gucken, ich teste das mal. Dann mache ich mal so. Zick und sofort. Sie, das dürfen Sie frei nicht machen. Das war oben auf der Stadtmauer, saß der. Der hat runtergeschaut. Und ich bin direkt danach bin ich nach Düsseldorf gezogen, völlig andere Stadt, aber da gibt es auch einen Fluss, der heißt Rhein. Und da gibt es auch so einen Gehweg. Und der ist auch zweigeteilt mit so einer Linie. Und ich wusste nie, auf welcher Seite ich gehe. Und die Düsseldorfer, die haben einfach nur nett gegrüßt. Und ich fand das total sympathisch. Jemand aus Düsseldorf hier? Okay, also der Punkt ist, ich finde das faszinierend, dass es die gleiche Verhaltensweise gibt, die ist bei anderen positiver belegt als bei den einen und das macht sehr viel aus. Und das kennt er in Beziehungen auch, wenn Menschen so motzen, so chronische Schwaben, so, die so eine Art Kompass im Kopf haben und immer wissen, was richtig und was falsch ist und das mitteilen, das ist manchmal lästig. Und das ist schlecht für eine Beziehung. Ja, so, da hilft es auch nicht, wenn man sagt, sei doch nicht so perfektionistisch, lass mal fünfe gerade sein. Fünf ist aber nicht gerade. Also... Dabei geht dann irgendwann mal die ganze Kommunikation sozusagen den Bach runter, weil man sich denkt, na, das, was der Partner gerade zu sagen hat, das stimmt sowieso nicht. Das wird echt heftig. Also sie so zu ihm, du Schatz, Auto ist kaputt, Wasser im Vergaser. Und er so, als ob du wüsstest, was ein Vergaser ist. Wo steht's denn? Sie im Pool. Okay, Kommunikationssünde Nummer 2. Das ist die Abwehr. Denn wenn der eine ständig kritisiert, dann geht der andere natürlich irgendwann mal hin und sagt, verdammte Hacke, das kann doch nicht sein, dass du immer an mir rummotzt. Kennt ihr das? So Menschen so, der eine so, Mensch, musste immer so spät nach Hause kommen, nee, mache ich freiwillig. Also, wenn es aus so einer tiefen inneren Haltung, anstatt sich zu reflektieren, ob da was dran sein könnte, anstatt sich zu reflektieren, sagt man immer, nee, wer, oder was auch heftig ist, sind so diese Menschen, die dann irgendwann mal gebrochen werden und in so einer inneren Dackelhaltung dem Partner gegenübertreten. Kennt ihr sowas? Also so, nein, Schatz, du hast recht, ja, so Mann beim Rosen, im Rosen, Rosenladen, ich hätte gerne 100 Rosen, boah, was haben Sie angestellt? Also so die, kennt ihr das so? Wo man von vornherein in so eine Dackelhaltung geht, ne? Also so sie so ganz erzürnt, unsere Beziehung war ein einziger Irrtum. Und er so, Schatz, du hast recht, ich hatte damals nach dem Taxi gepfiffen. Nummer 3, es wird immer heftiger. Pass auf, wir sind auf einer Eskalationsleiter. Apokalyptische Reiter Nummer 3, das ist die Blockade. Das ist, wenn man innerhalb einer Beziehung sein Gegenüber blockiert. Der will irgendwas, was eigentlich vernünftig ist und du sagst so, nee, machen wir nicht. Nicht mit mir, auf keinen Fall. Ne? So, ne? Auch häufig so Abschottungstendenzen innerhalb einer Beziehung. Das ist sozusagen politisch betrachtet die große Koalition in einer Beziehung. Also der eine will dahin, der nächste da und weil man sich gegenseitig braucht, dann sagt man, nee, ich mache nicht mit bei dem, was du willst. Und das ist dann richtig übel. Also teilweise geht das Jahre, Jahrzehnte lang. Ja, also wo dann beispielsweise Fati dann so richtig sterbenskrank auf dem Sterbebett liegt, ja, und aus der Küche duftet es nach Kuchen und er sagt so, mein Sohn, bitte bring mir ein Stück, Sohn geht, kommt ohne wieder, Mutti hat gesagt, er ist für nach der Beerdigung. Also Blockade ist nicht so besonders nett. Und jetzt zum schlimmsten apokalyptischen Reiter, das ist der Nummer 4. Das ist die Verachtung, wenn du deinen Partner verachtest. Das ist schon so kurz vor Hass. Also, Schatz, warum bist du bei mir immer so mies drauf? Aus Erfahrung. Ja? Wo dann die Kommunikation auch so richtig böse wird, wo man sagt, du mein Schatzi, Putzi, mein Liebling, mein Goldschatz, mein... Boah, ja, Schatz? Schnauze, ich rede mit dem Hund. Also, wenn es so richtig verchronifiziert, ja? Und der heilige Augustinus hat mal gesagt... Jemanden zu hassen, das ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Und vielleicht kennt ihr dieses schöne Zitat, was man Winston Churchill nachsagt. Er sagte, oder da kam mal so eine Frau zu ihm und hat gesagt, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Gift geben. Und er sagte, wenn Sie meine Frau wären, würde ich es trinken. Also, das sind diese 4 apokalyptischen Reiter. Wir drehen das gleich um, wie man das richtig macht. Wer von euch hat denn auch schon mal das ein oder andere Mal einen dieser 4 apokalyptischen Reiter in Beziehungen erlebt? Wer von euch praktiziert diese 4 apokalyptischen Reiter? Okay, also wollen wir das mal auflösen. Was bedeutet das? Im Prinzip relativ simpel. Du sollst nicht kritisieren. Das geht übrigens natürlich nicht nur für die Beziehung mit einem Geschlechtspartner. Das gilt natürlich auch für den Führungsumfeld. Das gilt natürlich für die Beziehung mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Teamkollegen, wie auch immer. Also wer ständig kritisiert, braucht sich nicht zu wundern, wenn auf der anderen Seite irgendwie blockiert wird. Also apokalyptische Reiter Nummer 2. Ja? Oder aber auf der anderen Seite also abgewehrt wird, wenn die sich wehren.
Oder aber wenn der eine anfängt zu blockieren und der andere anfängt, ihn zu verachten. Also ihr könnt das auf alle möglichen Bereiche übertragen. Jetzt könnte man sich fragen, was ist denn jetzt überhaupt eine gute Beziehung? Gibt es da irgendwie Regeln dafür? Ja, die gibt's und die sind enorm komplex. Also wenn man da reinsteigt, das wäre ein völlig anderer Vortrag. Also da geht es um gemeinsame Werte, dass man eine gewisse gemeinsame Grundrichtung hat im Leben, dass man weiß, wo man herkommt, irgendwo hin möchte. Auch wichtig, Paare müssen sich nicht immer irgendwie hundertprozentig eins sein. Die dürfen unterschiedliche Interessen haben, die sich einander ergänzen. Ja? Menschen müssen unterschiedlich genug sein, dass sie sich irgendwie spannend finden, aber gleich genug, dass sie gut miteinander klarkommen und. Also es gibt hundert von diesen Dingen. Und meine Frau sagt immer, Schatz, du machst das viel zu kompliziert. Eine gute Beziehung braucht zwei Dinge: Freundschaft und Sex. Ich sagte immer, Essen ist auch ganz gut. Wobei das mit dem Sex, das muss man bitte noch relativieren. Also im beruflichen Umfeld zum Beispiel gehört Sex nicht unbedingt dazu. Und auch so lebensgeschichtlich ist das so ein bisschen schwierig. Johann Wolfgang von Goethe hat mal so ein schönes Gedicht sich ausgedacht. Der meinte: Gerne der Zeiten gedenk ich, da all meine Glieder gelenke ich, bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorüber, steif geworden, meine Glieder, bis auf eins. Also was macht man jetzt? Leute, wenn ihr wisst, dass das mit der Beziehung nicht funktioniert, mein Tipp hier an der Stelle, dann trennt euch halt. Ja? Also hau doch ab. Ja? Also es gibt so Beziehungen, da weiß man von vornherein, das läuft nicht mehr. Also ständig Knatsch und Drama und Stress und Eifersucht. Du musst irgendwann mal sagen, Mama, ich bin jetzt 35, ich ziehe von zu Hause aus. Scherz. Okay, nein. Ich meine so Beziehungen, wo ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wie ticken die Leute? Die sind irgendwie, die fühlen sich so, als seien die gefangen. Und die verstehen nicht, dass die Türe von ihrem Gefängnis offen steht. Kennt ihr solche Menschen? Ich hatte mal einen Vogel. Der kürzeste Witz. Einen echten. Und wir haben den mal in so einen Käfig getan und dachten, irgendwann mal, wäre doch schön, wenn er mal so eine Welle rumfliegen könnte. Käfigtüre aufgemacht. Und was macht so ein Käfigvogel? Der bleibt sitzen. Ich glaube, ganz viele Menschen, denen geht es in der Beziehung wie diesem Vogel, der halt sitzen bleibt. Ja? Und der hat halt Angst, da rauszugehen. Also wenn du in der Beziehung bleibst, weil du Angst hast, da rauszugehen, dann bleibst du nicht in der Beziehung wegen der Beziehung, sondern weil du Angst hast. Dann gibt es die anderen Vögel, die fliegen raus, suchen sich einen neuen Käfig. Zack. Und dann klappt das auch nicht. Dann suchen die sich einen nächsten Käfig. Zack. Dann suchen die sich einen nächsten Käfig. Zack, zack. Kennt ihr die? Es gibt Menschen, die jahrzehntelang in Beziehungen verbringen, aber trotzdem insgesamt maximal 2 Wochen Single sind. Ich frage mich, wie ticken die? Wie sind die drauf? Was wollen die? Ja, ich finde das total seltsam. Was sind das für Menschen? Also die sortieren sich nicht, die sagen, okay, Beziehung war vorbei, ich muss überlegen, wo will ich hin im Leben, was ist so meine Richtung, wer könnte zu mir passen? Ich meine, wenn du aus dem Gefängnis kommst, dann gehst du auch nicht erst zu Obi und kaufst dir Gitterstäbe fürs Wohnzimmerfenster. Ja? Und dann gibt es die haben noch so ein anderes Trennungsproblem, die leiden ganz furchtbar bei Beziehungstrennungen. Und zwar, weil die sich sehr stark darauf fokussieren. Übrigens, also jetzt Trick 17, wenn ihr bei einer Beziehungstrennung ganz doll leiden wollt, das geht ganz einfach. Holt euch mal die schönsten Fotos eures verflossenen Partners, vergrößert die auf Postergröße und richtet bitte in eurem Wohnzimmer eine Meditationswand auf den Ex-Partner ein. Und jedes Mal, wenn ihr da reingeht ins Wohnzimmer, mindestens 20 Minuten auf den Ex-Partner meditieren. Also was waren die schönsten Momente, wie hat sie geklungen, was waren unsere Urlaube, wie toll war es mit der... Ihr werdet leiden, das klappt. Wenn ihr besonders hart drauf seid, dann richtet ihr bitte noch am Eingang zum Wohnzimmer so eine kleine Lichtschranke ein. Und wenn ihr da durchgeht, dann spielt die Anlage immer euer gemeinsames Lied. Es gibt Menschen, die machen das jahrzehntelang, ja? Das ist so ähnlich wie der Psychoanalyse, wenn man so in der Vergangenheit herumwühlt, dass man irgendetwas zutage holt oder hervorholt, wo man sagt, ja früher. Ich finde das sadomasochistisch. Was ist Sadomasochismus? Sadomasochismus ist Sex mit der Ex. Du nimmst die Droge, von der du loskommen willst. Das ist schwachsinnig. Wir würden keinen einzigen Alkoholiker mit Weinbrandbohnen entziehen. Oder? Das könnte man sagen, also okay, ich habe es verstanden, Trennung ist nichts für mich. Was mache ich dann? Ich könnte ja meinen Partner verändern. Kennt ihr diese Menschen, die sagen, Schatz, du musst so und so und so sein, dann bist du gut genug für mich. Was für eine Arroganz. Ich finde es unglaublich. Ja? Das ist wie wenn du sagst, du bist mein Schmetterling, entpupp dich endlich. Das geht so nicht. Und der zugrunde liegende Denkfehler, der besteht darin, dass man glaubt, der Partner müsse sich für einen selber verändern. Leute, wer von euch hat schon mal selber versucht, sich in irgendeiner Form zu verändern? Und hat das geklappt?
Nein, ja, vielleicht, manchmal, war schwer. Warum zum Teufel glauben so viele Menschen, man könnte andere Menschen verändern? Was soll das? Ich glaube, es liegt dahinter folgende schräge Annahme. Man glaubt, dass der andere irgendetwas in einem selber ersetzen muss. Dass da in einem drin irgendein Loch ist und der andere ist dafür zuständig, dass er dieses Loch stopfen soll. Und ich finde das total traurig. In vielen Beziehungen fokussiert man sich auf den anderen, der soll so eine Art Krücke für einen selber sein, für so ein Loch, was in einem selber ist. Also wenn du glaubst, wenn du ernsthaft glaubst, dass du glücklich bist, dass dein Partner dazu beitragen muss, das ist völliger Bullshit. Das ist völliger Blödsinn. Wenn du ernsthaft das glaubst, dann hau doch ab aus der Beziehung, aber höre auf, deinen Partner irgendwie verrückt zu machen. Dann ist der Partner nur eine Krücke für irgendein Loch, was du selber noch stopfen musst. So, kleine Grundregel habe ich von meiner Frau auch gelernt. Die hat gesagt, wenn du dich selber liebst, dann ist es egal, mit wem du verheiratet bist. Weil sobald du mit dir selber klarkommst, ist alles gut. So, und jetzt Achtung, welche Tricks gibt es aber, dass eine Beziehung richtig gut funktioniert? Trick Nummer 1. Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und trauen sich häufig nicht, die Bedürfnisse zu äußern. Also wenn du irgendein Bedürfnis hast, mach den Mund auf und jetzt ganz wichtig als Partner, wenn deinem Partner irgendein Bedürfnis wichtig ist und er verbalisiert das, dann erfülle ihm dieses Bedürfnis. Ja? Und Bedürfnisse sind unterschiedlich. Männer beispielsweise haben nachgewiesenermaßen ein viel höheres Rückzugsbedürfnis. Deswegen fahren die so gerne lange Autofahrten, machen Überstunden, brauchen Zeit auf dem Klo. Und bei Frauen ist das so ähnlich. Frauen haben auch komische Bedürfnisse. Ich finde das immer seltsam, Frauen-Männer-Vergleiche, aber teilweise stimmt das ja. Also tut drei Männer auf eine einsame Insel. Was machen die? Die reden über Autos, über Frauen und vielleicht über Fußball. Tut drei Frauen auf eine einsame Insel. Was machen die? Zwei tun sich zusammen, lästern über die dritte. Ja, also um mit einem Mann glücklich zu werden, musst du ihn so ein bisschen verstehen und so ein bisschen lieben, das klappt schon. Um mit einer Frau glücklich zu werden, dann musst du sie sehr lieben und darfst gar nicht erst versuchen, sie zu verstehen. Böses Klischee. Nein, ich glaube, worum geht das? Also erstens, benenne die Bedürfnisse und erfülle dem anderen die Bedürfnisse. Zweiter Punkt, ganz wichtig, es ist egal, wie komisch dein Schatz ist. Sag, Baby, du bist was Besonderes. Denn Nummer zwei ist es, du brauchst ein inneres Commitment zu deinem Partner. Du brauchst Bedingungslosigkeit. Beziehungen funktionieren, wenn du bedingungslos deinem Gegenüber sagst, ich liebe dich und Ende. Du kannst auch mal ein bisschen komisch sein. Du bist mein Schatz, wie auch immer. Ich bin für dich da, wir committen uns. Du sagst zu deinem Kind auch nicht, du, jetzt wo du eine Mathe-Schwäche hast, ich gebe dich zur Adoption frei. Vom Superpsychiater und einem lieben Freund, dem Dr. Navid Peseshkian, der bei Gedankentanken auch schon gesprochen hat, habe ich einen sehr schönen Satz gelernt. Da meinte Stefan, bevor du dich an der Beziehung bindest, mach die Augen ganz weit auf. Und dann, wenn du dich gebunden hast, mach sie ganz weit zu. So, und jetzt dritter Tipp, dass das richtig funktioniert. Wenn er das jetzt umsetzt, das ist der Knaller. Und Vorsicht, das ist das Allerschwerste dabei. Das ist die sogenannte Gottman-Konstante. Schon mal was davon gehört? Zurück zu John Gottman. John Gottman hat festgestellt, dass Paare, die in stabilen und glücklichen Beziehungen zusammen sind, dass diese Paare ein ganz bestimmtes Mischungsverhältnis von positiver zu negativer Kommunikation haben. Und zwar sagen die sich mindestens 5-mal häufiger positive und wertschätzende Dinge als negative Dinge. Und das bedeutet was? Wenn du an deinem Partner rumkritisierst, musst du das mit 5 positiven Äußerungen auffangen. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Schwaben. Nicht geschimpft ist genug gelobt, gell? Ich muss es übersetzen, ich bin in Niedersachsen. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Also, das heißt, was du machen kannst. Du kannst alles, wenn du wirklich deine Beziehung retten möchtest, sag Dinge, die eure Beziehung gut tun. Ja? Also sag schöne Dinge, nette Dinge. Was sind die 3 Worte, die eine Frau am allerliebsten hört? Du hast recht. Ja? Also finde Komplimente für Schatzi, die können auch mal holprig sein. Hey, du bist so süß, ich kriege Diabetes. Ja? Und überlegt euch wirklich immer dieses Mischungsverhältnis, mindestens 5:1. Ja? Also du bist schön, du bist sexy, du bist elegant, du bist humorvoll. Ach komm, du willst doch nur poppen. Und klug bist du auch. In diesem Sinne, habt euch lieb und Dankeschön fürs Mitdenken. Ich wünsche euch was. Dankeschön.
Hat's dir gefallen? Super. Dann sei doch auch mal live bei einer Rednernacht mit dabei. Hier kommst du zu unseren nächsten Terminen. Hier findest du unsere aktuellste Playlist. Hier ein Video, was ganz speziell auf dich passt. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Ich freue mich auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.